Läuft es? Ich glaube ja. Ja, es läuft. Ich habe ein bisschen Halsweh. Wundert euch nicht. Ja. Ein bisschen stürmischer Start heute. Ich komme auch gerade wieder vom Arbeiten und wir haben jetzt kurz nach eins. Also Dienstag, kurz nach eins. Und ja, wie ihr in anderen Videos wahrscheinlich schon gesehen habt, war ich am Samstag in Wiesbaden, oder manche von euch haben es ja mitbekommen. Und es war richtig schön. Es waren ganz viele Leute da. Über zwei Tische verteilt sogar. Mandy war da, die Frieda war da, die Steffi war da, die Sandra war da, die Andrea war da, die Jannika war da, ich war da. Nur mal so, um die YouTuber mal zu nennen, ganz viele andere. Und ich war ja jetzt das zweite Mal, die Melli war noch da, die Melli Reichenberg, ganz viele Leute. Ich habe dir manche erst zum zweiten Mal jetzt gesehen, aber man fühlt sich, ich fühle mich trotzdem sehr wohl dort. Ja. War richtig schön, richtig gemütlich. Und es gab auch Geschenke. Mal wieder. Ich muss euch das zeigen. Ne? Also, das geht ja gar nicht anders. Ich habe was vergessen. Moment. Da bin ich wieder. Ich hoffe, ich habe euch nicht gefehlt. Genau. Steffi und Sandra und ich und so, wir kennen uns ja schon eine Weile. Da gab es jetzt nicht mehr, da haben wir nicht mehr so wie am Anfang gemacht. Ne? Sollte ja mal ein bisschen was Besonderes sein. Die Steffi hat sich aber nicht lumpen lassen. Ich fange mal mit der Gastgeberin an. Und hat mir Schokolollis eingepackt von Mein kleines Pony. Na? Tada! Und zwar sind es, da stehen die Namen drauf, Fluttershy, Pinkie Pie und zweimal blau Rainbow Dash. Die werde ich nachher die nächsten Tage, Stunden verdrücken. Die mussten jetzt so lange warten. Also Matze stand schon da, er möchte sie essen. Ich habe gesagt, nein, ich muss die erst ins Video halten. So. Sind zum Verzehr freigegeben. Dann, jetzt habe ich hier ein bisschen durcheinander. Von der Mandy gab es selber gemachten Eierlikör. Das habt ihr vielleicht bei der Steffi schon entdeckt. Außerdem Eierlikör. Ich trinke sehr gerne Eierlikör. Das steht im Kühlschrank im Moment und wartet auf den passenden Abend. Dazu gab es noch das. Habe ich den Autofokus wieder drin. Ich hätte ihn einfach ausschalten sollen. Eine kleine Schneekugel mit einem Einhörnchen drin, natürlich mit einem Einhörnchen. Mit Glitzer. Und Sockenknäuelchen. In Blau. Ja, perfekt. Mit der kenne ich mich ja mittlerweile aus.
mit so roten Streifen oder braun, rot. Ich glaube rot. Sagt mir bitte, dass das rot. Ach, jetzt komm. Dass das hier bitte rot ist. Wartet mal. Das muss doch. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo kann man den Autofokus ausschalten. Und irgendwann schaffe ich das auch noch. Ja, egal. Jetzt war es scharf. Naja. Dann von der Andrea habe ich auch noch was bekommen. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Das steht in der Küche in einem Glas. Besteht aus Pulver und heißt, na? Krüger Haselnusswaffel. Genau. Ich war neulich einkaufen, nachdem der Ronny gesagt hat, dass es jetzt auch von Krüger Haselnusswaffeln gibt als Cappuccino. Bin ich natürlich direkt zielstrebig, wie ich bin, in Edeka gemarschiert und wollte das kaufen. Ich hatte ja den Gedanken, ich weiß schon, was ich möchte. Dann dürft's ja schnell gehen. Hm? Genau den gab's nicht. Ich stand dann 10 Minuten vorm Regal. Hab gedacht, gut, nehme ich jetzt das mit. Okay, ist gerade im Angebot, packe ich es in die Tasche. Ah, guck mal, eine schöne Packung. Dann ist wieder aus der Tasche raus. Beide verglichen, Preise verglichen, Geschmäcker verglichen, die Menge verglichen. Das andere wieder ins Regal, das in die Tasche. Ah, guck mal da. Und dann ging das wieder von vorne los. Oh mein Gott. Irgendwann stand meine Verkäuferin so ein paar Meter nebendran. Da ich dachte, okay, jetzt muss ich aufhören, sonst glaubt die, ich klau Kaffee. Ich habe dann Krüger Double Shock mit. Und zwar ist das jetzt nicht mehr in diesen kleinen Päckchen, sondern das sind solche großen Tüten. Und der Double Shock oder der normale Shock müsste dann in etwa so schmecken wie die Krüger Chai-Tee mit Schokogeschmack. Der Double Shock ist ein bisschen arg schokoladig. Ein bisschen arg. Aber ich denke, der normale Schokogeschmack dürfte eben mit dem gleichzusetzen sein. Dann gibt es Stracciatella, dann gibt es Vanille, dann gibt es, ich habe keine Ahnung, es gibt sogar Cappuccino. Mit ohne Geschmack. Ganz normalen Cappuccino. Oh mein Gott. Ja, sensationell. Und die Andrea ging dann gleich einkaufen und hat mir ein Bild geschickt, dass sie ganz viele Packungen gefunden hat und hat mir dann eins mitgebracht. Genau. Und der schmeckt lecker. Mhm. Da war diesmal der Ronny allerdings schneller. Als ich gehen wollte, kam noch jemand so mir entgegen und dann wollte ich schon aus dem Weg gehen. Dann sagt sie, nein, stopp, stopp, stopp. Ich so, ich? Ja, ja, sie hätte mich gesehen und sie hätte gern, also sie wollte mir was geben. Und ja, dann ganz baff, ja, okay. Ein Beutelchen. Ich dachte, okay, was ist denn da drin? Ist übrigens selber genäht. Was wird wohl drin sein? Ne? Was könnte das hier sein? Nein, es ist kein Bobbel. Nein. Besser. Genau. Ein bisschen ausmachen. Habe ich jetzt kaputt gemacht? Nee. So. So. Achtung. Einhornklopapier. Guck mal.
Ja, das kann man ja eigentlich nicht benutzen, oder? Ich fand das so geil, ich habe es gleich überall rumgezeigt. Gleich zur Steffi, zur Sandra. Guck mal, ich habe einmal Klopapier. Guck mal, wie goldig das da hockt. So. Ich find's toll. Aber nein, falls ihr fragt, es ist nicht das mit Zuckerwatte-Duft. Nein. Ist ein normales. Glaube ich. Also ich rieche auf jeden Fall nichts. Ich kann auch die zu in der Nase sein. Aber ich glaube, das ist ohne Geruch. Finde ich auch ganz okay. Ich freue mich. Einmal ein Klopapier. Aber wo stellt man das hin? Mal benutzen kann man das ja nicht. Muss ich mal gucken, das stelle ich irgendwo so schön provokant ins Bad. Oder hinten aufs Auto in die Ablage. Und das Beutelchen hat sie eben selber gemacht. In rosa. Mit so Herzblümchen. Tülpchen. Und draußen ist grau. Ja, ich habe ja, ne? Passt. Mit meinem grauen Nadeltäschchen und dieser grauen Wärmflaschenbox. Hier so eine kleine Kordel. Also ein Band. So, ne? Keine Ahnung, wie man das nennt. Ein Schrägband ist keins. Ein Band, eine Schleife. Kann man das zuziehen. Und dann passt was rein. Muss ich mal gucken. Vielleicht wird das mein Zauberbeutel. Mein Magic Beutel, Magic Bag. Keine Ahnung. Mir fällt da was ein. Genau. Ich habe auch was verschenkt. Das habt ihr auf meiner Seite vielleicht schon gesehen. Den Einhornschlabber. Berry Curd. Wer Lemon Curd kennt, der kann sich in etwa vorstellen, wie Berry Curd schmecken würde, könnte. Das ist einfach mit gemischten Beeren. Oder, also ich habe halt gemischte Beeren genommen. Ja. Sehr süß. Sehr rosa. Sehr lecker. Ja, die Andrea hat auch was bekommen. Und die Frieda auch. Also das ist für die Frieda. Ich habe der Frieda so ein kleines 10 cm Quadrat gemacht. Ne? Für ihre Community-Decke. Und habe ja im letzten Video, glaube ich, behauptet, dass die anderen Quadrate alle größer sind als das von der Andrea. Und die Andrea hat ja ein 10 cm Quadrat gemacht. Ich nehme es zurück. Das Quadrat von der Andrea war wirklich kleiner. Wir haben es dann verglichen und es war deutlich kleiner. Aber es war ursprünglich mal 10 cm. Naja. Und da hat sie, also die Frieda von mir, eben so Community-Quadrätchen bekommen. Tunesisch gehäkelt. In einem Wabenmuster. Und die Andrea hat auch was bekommen. Und die zwei Sachen zeige ich euch jetzt. Ich muss jetzt euch was zeigen, was ich euch noch nicht zeigen kann. Heute, Freitag, 17 Uhr. Weil ich gehe ja morgen nach Wiesbaden. Also, wenn ihr das Video seht, war ich schon dort. Und das war gerade eine Fehlermeldung. Und da werden ja ein paar Leute sein. Unter anderem ein Überraschungsgast, aber ich habe schon erraten, wer es ist. Die Frieda kommt nämlich. Und jetzt habe ich mir gedacht, ach komm, das wäre der ideale Zeitpunkt, um der Frieda direkt ein Community-Stückchen für ihre Decke mitzubringen. Und ich habe mir gedacht, gut, ich möchte mich ja ein bisschen auf tunesische Häkeln spezialisieren. Also spezialisieren. Und habt ihr das hier gemacht? Ihr seht jetzt gar nichts von dem Muster. Es ist natürlich jetzt ein bisschen blöd.
Also, seht ihr das? Das hat so einen Waben, Honigwaben, Waffel, Muster. Ich muss mal gucken, aus welchem Winkel ihr das jetzt. Oh, ich glaube, so sieht das ganz gut. Und durch das, dass die Wolle meliert ist, sieht man das jetzt natürlich nicht. Ah, warte mal, so. Oder? Bisschen zurück. Naja, ah, ich glaube, so sieht das ganz gut. Habt doch, das Auge ist scharf, ne? Ja, also, so sieht man's. So sieht man wieder nichts. Sensationell. Also ist generell gerade ein bisschen dunkler hier. Habe ich das Gefühl. Machen wir ein bisschen heller. So, nochmal. Ja, okay. Ihr habt es gesehen. Und es sieht jetzt auch so klein aus. Ja. Als ich Fridas Decke gesehen habe, habe ich gedacht, boah, die sind alle so groß. Und das von der Andrea, von Zenobi Strick, das sah so mini aus gegen die anderen. Und wenn ich jetzt meins so sehe, es sieht auch recht klein aus. Ja, aber der Beweis, passt auf, es hat 10 Zentimeter auf der Seite und 10 Zentimeter auf der Seite. Also die kleinen Quadrate sind 10 Zentimeter. Ich muss noch die zwei Fäden vernähen. Und ja, ich finde sowas lustig. Tut mir leid. Genau. Das wird unter anderem auch ein Muster für die Decke, die ich geplant habe, da arbeite ich morgen dann dran. Die Steffi hätte gern mal gesehen, wie tunesisch gehäkelt wird. Und dann habe ich mir ein Muster angefangen, eben genau dieses. Und werde es morgen Mittag schnell fertig machen. Überhaupt habe ich viel mitgenommen. Ich habe die Prümnadel mitgenommen mit diesem Ergonomic-Bubbel vorne dran. Dann lasse ich die Mädels mal teststricken. Ich habe schon eine Socke angeschlagen für zwei Reihen. Und lasse es morgen mal durch die Reihe gehen. Dann habe ich meinen Buttert hier, den ich mitnehme. Dann habe ich das Half-Granny-Tuch dabei, was für die Fahrt oder so. Was habe ich denn noch so eingepackt? Ich habe noch was drin. Keine Ahnung, hier in dieser blauen Tasche ist auf jeden Fall drin. Genau. Geschenkchen. Und dann habe ich noch was dabei. Die Andrea von Zenobi Strick. Die kommt ja auch. Da freue ich mich auch schon, die kennenzulernen. Und da habe ich was Kleines gemacht. Ich habe eine Tüte gebastelt. Also, so seht ihr die vielleicht besser. Und in der Tüte habe ich ihr ein kleines Bärchen gemacht. Ich habe überlegt, bringe ich Wolle mit? Aber oh, immer Wolle. Nein, es hätte auch ein bisschen kurzfristig gewesen, muss ich sagen. Dass ich mir was Schönes hätte bestellen können, weil bei uns in der Nähe gibt es jetzt keinen Wollladen, keinen schönen. In Freiburg gibt es natürlich einen, da wo der Stricktreff ist. Aber da habe ich neulich mal geguckt. Und da gab es jetzt so für Andreas Farben leider nichts. Und da habe ich gedacht, komm, mach selber was. Und habe ihr. Hier ist die Kamera. Oh, jetzt ist es ein bisschen arg hell. Wieder ein bisschen. So, jetzt. Ein kleines Bärchen gemacht. Das ist eine Kaufanleitung. Habe ich mir gegönnt. Und das ist Catania-Wolle.
mit einer 2,5er Häkelnadel. Die Nase habe ich in Braun aufgestickt und die Augen habe ich bestickt zu einem French Knot oder sowas. Keine Ahnung, wie das heißt. So, ne? Ja. Und das hier, diese schwarzen Balken, wäre eigentlich schwarzes Nähgarn. Also total dünn. Oder Filetgarn, aber das hatte ich jetzt gerade keins da und hatte keine Lust mehr, welches zu holen. Also im Schrank. Und da habe ich gedacht, komm, ich nehme auch die Catania-Wolle. Und ich finde es so eigentlich ganz schön. Das soll so ein bisschen, also es sollen keine Tatzen sein, es soll einfach so einen handgemachten Touch haben. Und mir gefällt es ganz gut. Von hinten. Ich habe die Beine zusammengeklebt. Ja. Laut Anleitung sehen die so aus. Bei mir standen die aber auseinander. Die Arme standen auch eher ab. Die habe ich auch angeklebt mit Sekundenkleo. Da bin ich ja nicht der Einzige, der das macht. Ne? Es hält. Und wenn es aufgeht, dann macht er halt so. Egal. Aber er hätte Hüften wie ein Pferd. Ja, wenn ich euch das mal so zeigen darf. Hier, das hier sind so die Beine. Ne? Und dann, wenn er dann noch die auf hat, natürlich, dann sah das aus wie ein, keine Ahnung. Also mir hat es nicht gefallen. Mir persönlich. Deswegen habe ich zusammengeklebt. Und dann hatte ich ein Schokoladenhäschen. Die Marke weiß ich jetzt gerade nicht. Aber es war kein Lind. Und da war so ein Herzchen dran. Mit so einer, ne, mit dieser Schleife. Und dann habe ich gedacht, komm, bind die dem um. Es fehlt noch irgendwas. Und jetzt erinnert es mich entweder an Bussi-Bär oder an Goldbär von Haribo. An irgendwas erinnert es mich mit dieser Schleife. Und ich habe keine Ahnung, was. Naja. Und jetzt bekommt die Andrea als kleines Mitbringsel anstatt einem Wollknäuel. Ja. Die Tüte habe ich auch selber gebastelt gerade. Ja. Möchte ich mal betonen. Könnte ich mal eine Anleitung machen, oder? Weil das ist praktisch für so kleine Geschenke. Dann kommt hier oben noch ein Bändel durch. Hat schon was. Der kommt auf jeden Fall da rein. Und die Anleitung verlinke ich euch, wenn ich dran denke. Ansonsten erinnert mich bitte dran. Dann trage ich das nach. Und dann wird der kleine Kerl hier drin verschenkt. Genau. Jetzt muss ich doch gucken, was ich in der Tasche hatte. Genau. Da war nur eben das Half-Granny-Tuch drin. Was ich euch im regulären Video wahrscheinlich zeigen werde nochmal. Und die Regenbogenwolle von der Steffi. Mit meinem angefangenen Patch. Ich habe das gestern angefangen und war dann so im Flow drin. Dann habe ich gedacht, ja, ich muss aufhören, ich will das ja morgen fertig machen. Also übermorgen, also Samstag. Naja. Die hier muss ich mitnehmen. Die brauche ich nämlich für mein Buttert. Und da habe ich nur noch das bisschen und das wird mir hoffentlich nicht reichen morgen. So. Dann liegen noch ganz andere Sachen, die ich mitnehme. Ich zeige euch das gerade mal. Hier, da liegt mein Allrounder, den ich mitnehmen möchte. Mein Alpaka, der Offhand-Lace, den ich mitnehmen möchte. Mein Nadeltäschchen. Eine Kleinigkeit für die Steffi. Allerdings für Weihnachten. Sie hat doch mal so Fröbelsterne gemacht. Und ich habe jetzt gesehen vorhin, dass ich noch solche Streifen habe, eine ganze Packung, also noch fast original verpackt. Und habe gedacht, ich mache ja eh keine. Und dann habe ich gedacht, dann bringe ich ihr die gerade mit. Ja, es muss alles raus. Und dann liegt hier hinten, also hier ist Nadeltäschchen. Und da, hier, da liegt
die sechsfach Wolle mit den Brümnadeln. Und das, was hier so scheppert, pass mal auf, ist das hier. Meine IKEA-Laterne. Ja. Und das, was ihr hier gerade noch gesehen habt, das ist unsere Unterwäsche. Ja. Die trocknet da gerade. Nächstes Mal drehe ich euch anders drum. Und hier ist übrigens mein Feenregal. Zwar nicht von der schönen Seite, man muss von vorne gucken, aber mein Feenregal. Ja, so. Jetzt sind schon wieder 12 Minuten rum. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Freitagabend. Ich packe jetzt mal. Freue mich auf morgen und um 9 fahren wir los. Macht's gut, bis dann. Tschö. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die zwei Sachen. Falls nicht, den beiden hat's gefallen. Viel gestrickt habe ich an dem Tag natürlich nicht. Nein, aber ich habe erstmal einen Knoll Wolle gekauft. Ich schüttel mal, weil das war nicht billig. Vielleicht kommt ja noch was dazu. Ne, ich glaube es weniger. Und zwar das Roma Design. Roma Design. Roma Decraté. Decrate, keine Ahnung. 100% Baumwolle. Schon wieder Baumwolle. Ich habe überall nur Baumwolle. 100 Gramm, 210 Meter von Lana Crossa. Die Farbe 308. Und das ist so ein. Genau so. So sieht's aus. Ja, so ein Bändchen. Bändchen, gar nicht, das ist jetzt voll der Trend. Es gibt keine normale Wolle mehr, es gibt nur noch Bändchen und Netze und. Aber die Farbe war so schön, so gülden, gülden-golden. Die musste ich halt haben, ja. Der Schnickschnack war auch dabei, allerdings diesmal ohne Foto. Er war beleidigt. Und die Rhabarbera war auch dabei. Aber irgendwie gab es diesmal kein Foto. Sie waren zu weit unten in der Tasche und ich habe zu viel geplappert. Auf jeden Fall Schnickschnack und Rhabarbera, dass ihr wisst. Das hat jetzt auch einen Namen, das habe ich letztes Mal vergessen. Das heißt Rhabarbera. Trotzdem vielen Dank für eure tollen Vorschläge. Schnucki hätte natürlich auch gepasst oder Schnuck. Schnickschnack und Schnuck. Schnickschnack, Schnuck. Aber das ist die Rhabarbera. Mhm. Jetzt habe ich schon einiges abgearbeitet. Auf dem Heimweg habe ich auch ein bisschen was gemacht. Ein neues Quadrätchen für meine Tunisian Rainbow Patch Blanket. Keine Ahnung. Das war das, wie ihr merkt, vielleicht das gleiche Muster wie das Quadrat von der Frieda, was ich ihr geschenkt habe für die Community-Decke. So sieht man es ganz gut. Ja, und da sind die kleinen Barben drauf. Das ist die Vorderseite. Die Rückseite sieht, ne, bei Tunesisch eigentlich immer recht gleich aus. Hat im Moment noch 20 auf 20 cm. So etwa 19 cm und wird dann mal noch, wenn ich ein paar mehr habe, gespannt. Da zeige ich euch im nächsten Video auch noch mal was. Also so nach und nach kommen da ein paar Quadrate dazu und dann geht es irgendwann mal los, offiziell. Ja, ich habe ja auch den Batat angefangen. Zweimal, einmal mit, einmal ohne Biesen. Die Biesen liegen immer noch hier auf dem Regal. Der Batat ist hier. Und wie ihr seht, jetzt klingelt das Telefon.
Ist mir egal. Wie ihr seht, ohne Nadel. Ich habe nicht die Nadel rausgezogen, nein. Ich habe ihn fertig gemacht, ich war tapfer. Also was heißt fertig? Die Fäden sind natürlich noch nicht vernäht, noch nicht mal annähernd. Ja, hier hängt noch ein Faden, hier hängen noch ganz viele Fäden, die Innenseite. Das sieht eh katastrophal aus. Und das liegt einfach daran, dass ich nicht so recht überzeugt bin. Also mir die Farbe finde ich okay, finde ich schön. Habe ich mir schlimmer vorgestellt. Aber ich bin kein Typ für Feinstrick. Glaube ich. Das ist so wie das All About That Brioche, was ich gemacht habe aus diesem vierfädigen Bobbel. Nee, das ist nicht so meins. Ich habe es lieber ein bisschen gröber. Und guck. Also, ihr habt es vielleicht auf Facebook schon gesehen. Oder in meinen Revelry-Projekten, Ravelry. Ne? Also es geht, ja. Mit einem schwarzen T-Shirt geht's echt. Hier, nur ein bisschen Ausschnitt. Aber irgendwie... ja. Sagt's mir nicht so zu. Nee. Die Länge wäre auch okay. Die Farben sind okay. Alles ist okay. Nur ich bin nicht so okay. Kann aber auch nicht genau sagen, an was es liegt. Irgendwie wirkt es nicht so, wie es soll. Und es liegt jetzt mit Sicherheit nicht an den fehlenden Biesen hier. Nein, da bin ich mir sicher. Der Farbverlauf, ich sage ja, das wäre auch okay. Vielleicht sind die Farben ein bisschen zu... Ne? Wisst ihr, was ich meine? Zu kräftig. Vielleicht wäre es ein bisschen weicher, besser gewesen. Also eher so und so, anstatt so kräftig. Also es ist okay, ja, man kann es anziehen. Und auch das hier, das ist doch kein Viereck eigentlich, das soll doch hier runter. Gut, ich habe es noch nicht gespannt, vielleicht wird es dann nochmal anders. Aber eben, es ist so, seht ihr, so Feinstrick. Und Löcher kann ich auch keine stricken. Ich kann keine Löcher. Hier geht's jetzt. Oh, guck mal hier. Seht ihr das? Hier. Und hier. Und hier. Ich kann keine Löcher. Hier habe ich sogar ein... Also ich kann... Wo war es jetzt? Hier. Katastrophal. Ja. Aber das macht halt einmalig. Naja, ich... Ja. Hier oben habe ich eben die 2,5er Nadel genommen, bin dann ab hier etwa auf eine 3er Nadel gewechselt und habe für den letzten Teil hier unten eine 3,5er genommen. Einfach weil ich Angst hatte, dass es so ein bisschen macht. Dass ich es dann auch noch hochrollt womöglich. Ja, also ich sag mal so, wer ein bisschen mehr Oberweite hat und den Bart hat machen möchte oder mehr Schultern hat, muss ich aufpassen, was ich sag, könnte sie auch so ein bisschen mit einer Nadelstärke noch vergrößern, verweitern, erweitern. Ist kuschelig, ja, aber... Naja, man kann es auch als Umhang anziehen. Ja, geht auch. Man kann es anziehen, wie man möchte. Darf jeder machen, wie er will.
Wie gesagt, von dem Buttard bin ich ein bisschen nicht enttäuscht, aber ich jetzt nicht so der Renner. Ich mache den wahrscheinlich nochmal aus gröberer Wolle ein bisschen kräftiger und nicht so feinstrick. Hier seht ihr übrigens auch, hier werden jetzt die Biesen gewesen. Ja, immer hier, wo ich diese Reihen hier zwischen den Löchern, da wären die Biesen gewesen. Da wären sie gewesen, die Biesen. So. Was gibt noch Neues? Eigentlich nichts. Doch, natürlich. Oh mein Gott, ich danke euch allen für die lieben Kommentare wieder unter dem letzten Video. Hätte ich fast vergessen. Habe auch wieder ein paar Zuschriften bekommen. Und ich freue mich. Ich freue mich. Ja. Ich belasse es jetzt mal so dabei. Ihr wisst, was ich meine. Und dann haben wir das Thema auch abgehakt. Ja. Jetzt überlege ich, was ich als nächstes mache. Ich bräuchte für dieses Tischlein hier, auf dem ihr jetzt gerade steht, mit einer Glasplatte oben drauf, so ein kleines Doily eigentlich, zum eine Vase draufstellen und so Sachen, weil sonst verkratzt die Glasplatte. Und hier habe ich keins gefunden, was mir so gefällt. Ich habe ja weiße Baumwolle, habe ich mir vorgestellt. Und die Sandra meinte dann, mach doch einen kleinen New York Allrounder, ja drauf, mit Nadelstärke 2,5. Ich meine, der wäre dann wahrscheinlich wirklich nur so klein. Mal gucken, vielleicht mache ich das tatsächlich. Könnte ich mir gut vorstellen. Wenn es natürlich nicht zu groß wird. Aber notfalls schummel ich halt ein bisschen am Rand. Da ist ja dieser Seed-Stitch-Randring außenrum. Und dann nimmt man keine Zunahmen mehr. Das heißt, ich könnte theoretisch auch vor dem dann aufhören, wenn es zu groß werden sollte. Und von daher, mal kicken. Aber ich habe so viel im Kopf wieder, was ich machen möchte. Jetzt wurde ich heute schon gefragt, ob ich bei was mitstricke. Was ich auch schon mal angeguckt habe. Dazu erzähle ich euch dann bei Gelegenheit mehr. Dann habe ich natürlich jetzt diese tolle Wolle. Dann habe ich ja noch mein Leinenpulloverchen-Shirt von Langjans, was ich machen wollte. Da liegt die Wolle auch da hinten schon griffbereit. Dann habe ich noch die Hundedecke. Dann habe ich noch, oh Gott, da müsste ich noch drei Puppen machen, die eigentlich schon lange hätten fertig sein sollen. Dann müsste ich noch ein Brautpaar machen bis Juni. Voll schlimm, gell? Naja. Ich höre jetzt auf, weil ich kriege jetzt wieder Halsschmerzen. Vom Reden, das war. Sobald man die Zunge bewegt, hat man das Gefühl, man schlotzt Rasierklingen. Das macht keinen Spaß. Nee. Deswegen lasse ich es jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Dienstag haben wir ja. Und ja. Ich sage mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Lasst euch nicht ärgern. Bis dann. Ciao. Ah! Den Glitternail von Niki. Ich habe ganz viele Bilder bekommen. Danke. Den drehe ich im Laufe dieser Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.